Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Kitebody Manufaktur. Wir sind jetzt gerade dabei, das zweite Alaya Kiteboard zu bearbeiten und in dieser Folge werden wir es nicht nur bearbeiten, wir werden es direkt fertigstellen. Dazu haben wir mehrere Arbeitsschritte, wie ihr euch denken könnt. Und der erste Schritt ist erstmal das Kiteboard zu vermessen und zu kennzeichnen, wo überall Macken sind. Wenn wir das gemacht haben, fangen wir mit der Handarbeit an. Das bedeutet, wir werden erstmal mit 80er und 100er Schmirgelpapier die ganzen Macken rausarbeiten und das versuchen, das Kiteboard möglichst gerade zu bekommen, sollte es an irgendwelchen Stellen noch nicht richtig, ich sage jetzt mal, ausbalanciert oder gleichmäßig gebaut worden sein. Dann eine sehr coole Sache habe ich mir, glaube ich, überlegt, wo ich genauso gespannt bin wie ihr. Ich will dem Ganzen einen Vintage-Look geben. Das bedeutet, wir werden das Kiteboard zunächst einmal mit weißer Holzfarbe streichen, dann trocknen das Ganze ein und dann fangen wir an, das Weiß wieder runter zu schleifen und dann kommt Klarlack drüber. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird. Viel Spaß bei dieser Folge! Wenn wir die Konkave uns anschauen, erkennen wir schon, dass sie recht gleichmäßig läuft, aber schaut mal an diese Stelle. Erkennt ihr das? Da haben wir noch ziemlich viele unsaubere Stellen, die wir bearbeiten müssen. Also hier sind so diverse Kerben zu erkennen. Und die müssen wir jetzt erstmal mit der Hand gleich rausschleifen. Wichtig, zum Kennzeichnen von euren Macken, verwendet keinen Kugelschreiber, sondern einen Bleistift. Mit einem Kugelschreiber würdet ihr zu stark in das Holz hineindrücken und müsste dann deutlich mehr runterschleifen. Das ist jetzt schwerer zu erkennen, aber ihr kennt an dieser Stelle einen Schatten ganz leicht und an dieser Stelle. Das kennzeichnen wir auch und da muss ich dann auch nochmal schleifen. Jetzt gehen wir nochmal weiter die Konkave entlang und erkennen dort die nächste Macke. Und zwar hier. Die Konkave könnt ihr überprüfen, indem ihr einen möglichst geraden Gegenstand auf die Konkave draufpackt und euch dann mal anschaut, wie der Schatten verläuft. Zusätzlich könnt ihr auch nochmal diesen Gegenstand, den ihr draufgelegt habt, als eine Art Referenzpunkt verwenden, indem ihr immer dort ein Messinstrument, also sprich Maßband oder was ähnliches, einfach mal dran haltet und dann mal die ganze Konkave entlang geht und schaut, ob sich irgendwie das Maß verändert oder ob die Konkave an allen Bereichen gleich tief ist oder halt auch die linke und rechte Seite identisch ist. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Schleifen. Ich verwende dazu jetzt erstmal 100er Schmirgelpapier und wir werden jetzt mal die kleinen Kerben anfangen rauszuarbeiten. Solltet ihr die Kerben nicht mehr so gut erkennen können, weil die immer flacher werden, so hilft es, wenn ihr mit dem Finger einfach mal drüber geht und einfach mal spürt, wo noch die Kerben zu spüren sind. Und dann markiert ihr genau die Kerbe. Da spüre ich nämlich eine. So, das ist hier richtig tief, da muss ich auf jeden Fall richtig viel abschleifen. Da ist auch noch gut was. Hier auch, da auch. Einfach eine ganze Menge zu tun, da auch. Schauen wir uns jetzt mal an, was passiert ist, nachdem wir jetzt die ersten Schritte hinter uns gebracht haben. Ich hatte jetzt 60er und 100er Schmirgelpapier verwendet, um alle Kerben aus dem Kiteboard rauszubekommen. Das hier ist jetzt die Unterseite vom Kiteboard und wir können die Konkave erkennen und eine sehr schöne gleichmäßige Maserung des Holzes. Jetzt gehen wir ein bisschen zu Nose hin, wo die Konkave beginnt und hier hatten wir ganz viele Kerben drin. Und das Schöne ist, was wir jetzt hier erkennen, ist, dass nicht nur die Konkave zu erkennen, sondern dass hier eine Rundung drin ist. Schaut mal, wie gleichmäßig das von hier anfängt tiefer zu werden. Und hier hatten wir vorhin die ganzen Kanten drin, die sind jetzt komplett verschwunden, wie ihr sehen könnt. Und das Ganze sieht schon sehr ordentlich aus. Dadurch, dass wir relativ grobes Schmirgelpapier benutzt haben, haben wir zwar überall mit wenig Arbeit die Riefen rausbekommen können, aber jetzt haben wir durch das grobe Schmirgelpapier auch überall ganz kleine, feine Kratzer drin. Also nicht wirklich Kratzer, aber schon sowas in der Art.
Und damit wir das rausbekommen, damit die Oberfläche richtig glatt wird, verwenden wir jetzt 180er Schmirgelpapier und gehen damit jetzt nochmal als Finish über das komplette Kiteboard drüber hinweg. Ihr kennt das genau an dieser Stelle. Hier haben wir so ganz kleine, feine Riefen. Erkennt ihr das? Und das schmirgeln wir jetzt nochmal raus. Wir sind jetzt durch mit den Holzarbeiten und das Kiteboard, finde ich, fühlt sich schon sehr gut an und es sind keine Kerben mehr drin und alles passt. Jetzt geht's los mit dem Lackieren. Dazu werden wir jetzt erstmal zwei Schichten Lasur auftragen und dazu habe ich eine weiße Farbe ausgewählt und das Besondere an einer Lasur ist, dass die Holzmaserung immer noch sichtbar bleibt und ich glaube, das wird dem Kiteboard einen ganz, ganz besonderen Look geben. Schauen wir mal, was passiert. Wir haben jetzt das Kiteboard von beiden Seiten mit der weißen Lasur gestrichen und haben es einen Tag trocknen lassen. Das Kiteboard ist jetzt komplett trocken und wir können mit den nächsten Arbeitsschritten anfangen. Wir schauen uns jetzt erstmal gleich die Oberfläche an und ihr werdet erkennen, dass besonders im Bereich der Konkave sich das Holz leicht aufgestellt hat. Das sieht so aus, als ob da so ganz viele kleine Härchen drin wären, ist aber halt die Holzoberfläche. Damit die Oberfläche jetzt wieder glatt wird, müssen wir mit ganz feinem Schmirgelpapier, ich gehe mit 320er Schmirgelpapier, besonders über die Konkave rüber, um da diese, ich sag jetzt mal, laienhaft Härchen wegzubekommen und gehen aber auch trotzdem noch über das komplette Kiteboard von beiden Seiten drüber mit dem Schmirgelpapier, um es wirklich glatt zu bekommen. Ich denke, ich muss nicht mit dem Finger drauf zeigen, damit ihr erkennt, wie die Oberfläche hier aussieht. Das ist genau das, was ich gerade eben beschrieben habe, was wir jetzt runterschmirgeln werden. So, wir sind jetzt gerade dabei, wir haben jetzt das Kiteboard einmal abgeschliffen und ich habe jetzt einfach mal die Kamera in die Hand genommen, weil ich im Hintergrund, da könnt ihr mein Handy erkennen und ich mache jetzt gerade ein Facebook-Live-Video. Das bedeutet, ihr könnt mir nicht nur auf YouTube folgen, sondern ihr könnt halt auch meiner Facebook-Seite folgen und dann könnt ihr auch manchmal zuschauen, wie ich ein Kiteboard live baue. Okay, zum Status. Wir haben jetzt, ich zeige euch das mal, wir haben jetzt einmal bei dem Kiteboard die weiße Lasur abgeschliffen. Ich habe erst optimistisch mit 320er Schmirgelpapier angefangen, bin dann runter auf 80er und dann hatte ich keinen Bock mehr, da habe ich doch noch den Bandschleifer verwendet. Okay, vom Design her, wir haben jetzt eine ganze Menge abgetragen. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erkennen. Ich halte mal die Kamera ein bisschen anders. So sieht das Kiteboard jetzt gerade aus. Wenn man das jetzt einmal dreht, sieht es so aus. Und das ist ziemlich der Look, den ich auch haben wollte. Man sieht noch ein bisschen die Holzmaserung und man sieht halt wirklich so Flächen wie hier, wo die Farbe komplett runter ist, aber dennoch ein paar Stellen so wie hier, wo noch Farbe drauf ist. Okay, der nächste Schritt ist jetzt, dass wir den Bootslack auftragen und den so um die 12 bis 20 Stunden trocknen lassen. Ich weiß, das macht man eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, wo mein Schraubenzieher ist. Von daher verzeiht es mir. Wir haben jetzt die erste Schicht Lack auf dem Kiteboard aufgetragen. Und jetzt haben wir einen Fertigungsschritt, den wir 4 bis maximal 6 Mal wahrscheinlich wiederholen müssen. Wir werden jetzt 320er Schmirgelpapier verwenden. Damit werden wir die Oberfläche komplett nochmal abschleifen und wieder glatt machen. Danach nehmen wir einen Rundpinsel und werden mit diesem Rundpinsel eine ganz dünne Schicht Lack auftragen. Im Anschluss daran sofort mit einem Schaumpinsel den Lack wieder abziehen und das Ganze trocknen lassen. Wie gesagt, das Ganze werden wir jetzt 4 bis 6 Mal wiederholen. Das heißt, wenn wir es abgezogen haben und es trocken ist, wenn wir es wieder mit 320er Schmirgelpapier anschleifen und dann wiederholt sich das Ganze. Ich zeige euch das jetzt einmal und den Rest könnt ihr euch denken. Und Ziel von dem Ganzen ist wirklich, auch wenn es Klarlack ist, Ziel von dem Ganzen ist eine ultra glatte Fläche hinzubekommen, die einfach richtig glänzen wird, egal aus welcher Richtung die Sonne drauf fällt. Das Kiteboard wird super glatt sein und super glänzen.
Kleine Ergänzung nochmal, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber ich habe es im Baumarkt entdeckt und ich werde es einfach mal ausprobieren. Ich habe hier etwas, das sieht aus wie so ein Lappen und das ist wie 320er Schmirgelpapier. Ich glaube, das Coole dabei ist, dass sich das Ganze halt so leicht verformen lässt und ich so besser die Konkave schleifen kann. Ob das funktioniert, kann ich euch erst sagen, wenn ich damit irgendwelche Erfahrungen gesammelt habe. Wie gesagt, also, das bedeutet, ich benutze jetzt 320er Schmirgelpapier und dieses komische Schwämmchen hier. Der erste Lack ist jetzt mit dem 320er Schmirgelpapier angeschliffen worden und sieht jetzt sehr matt aus. Ich versuche euch das so zu zeigen, dass ihr es möglichst erkennen könnt. Jetzt zeige ich euch mal den Unterschied, wie es vorher ausgesehen hat, indem ich mal die Seite drehe und euch mal die Seite zeige, die noch nicht angeschliffen ist. Ich hoffe, ihr könnt erkennen, wie die am Glänzen ist. Ich drehe jetzt nochmal. Das ist die angeschliffene Seite. Okay, wir werden jetzt diese Seite genauso anschleifen und dann geht es weiter mit dem Lackieren. In diesem Fertigungsschritt habe ich hier einmal ein feuchtes Tuch und werde damit den Schleifstaub vom Kiteboard runterziehen. Danach fange ich an zu lackieren. Eine Sache noch vorab, es ist definitiv falsch, im gleichen Raum, in dem ihr schleift, auch zu lackieren. Das solltet ihr wissen. Ich habe nur nicht die Möglichkeit, ich habe halt keine zwei Räume, um das zu machen. Ich werde das Kiteboard hier lackieren und werde es dann in einem anderen Raum aufbewahren. Einfach nur, um es ein bisschen von dem Staub zu schützen, der jetzt gerade in Luft ist und der sich jetzt über den Tag, über die Nacht auf dem Kiteboard ablegen wird. Bei diesem Fertigungsschritt werde ich jetzt einmal den Rundpinsel verwenden, den Lack wirklich dünn auftragen, sodass er gerade mal drauf ist und werde ihn dann mit diesem Schwammpinsel wieder abziehen. Der Lack wird jetzt hiermit nochmal runtergezogen und dann habe ich wirklich eine hauchdünne Lackschicht nur auf dem Kiteboard drauf. Vielleicht erkennt ihr jetzt den Unterschied minimal. Schaut mal, da glänzt das schon überall und hier ist das noch matt alles. Und da ist hauchdünn. Wirklich hauchdünn. Ich muss mal. Nochmal. Hauchdünn. Super. Jetzt haben wir wirklich hauchdünn den Lack drauf. Und ich glaube, wenn wir genauso weitermachen, dann werden wir eine richtig glänzende, richtig edle, geile Oberfläche kreieren. Ähnlich wie auf dem Klavier. Das Kiteboard steht gerade neben mir und trocknet vor sich hin. Und danach werden wieder diese Schritte, wie bereits erklärt, immer wieder wiederholt, bis ich am Ende wirklich einen perfekten Lack habe. Und ich sag euch, ich bin so gespannt und ich bin so heiß darauf, mit dem Kiteboard zu fahren, weil ich glaube, durch den Lack, wenn die Sonne da drauf fällt, wenn das Wasser rüberkommt, ich glaube, das Brett wird im Wasser wirklich mega geil aussehen. Ich habe mich jetzt echt beim Bauen in das Ding verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mega heiß darauf. Aber das ist meine Meinung. Kommentier doch du mal bitte, was du von der Idee hältst, so ein Kiteboard so zu designen, also sprich diesen shabby, schick Look oder diesen Vintage Look zu kreieren, würde mich sehr interessieren. Und ich hoffe, ich kann dir in kürzester Zeit ein Video zur Verfügung stellen, in dem ich das Kiteboard teste und wir das Ganze mal wirklich im Einsatz anschauen.